Erstmal hallo an euch alle da draußen, ich bin der Robert. Heute sind wir wieder in der Heidiger Halle von Writing, Turning, Flipping. Sascha an meiner Seite. Hi. Hallo Robert, freue mich, dass du wieder da bist. Er hatte auch nicht viel Chance, ich habe mich einfach angemeldet und schwuppsdiwupp war ich da. Wir haben uns sehr gefreut über den spontanen Besuch. Freut mich, dankeschön. Ich hatte natürlich einen Hintergedanke bei der Geschichte und zwar hat der Sascha eine neue Messermarke ins Leben gerufen, nämlich Krauts. Die fleißige Leser vom Messermagazin werden es in der aktuellen Ausgabe gesehen haben. Und ich habe gedacht, das ist jetzt mal die Gelegenheit, dir auf den Zahn zu fühlen. Ja, gern. Weil frisch Papa geworden, selbstständig, ja. Betrieb, nebenher Weiterbildung und dann noch eine neue Messermarke. Ja. Irgendwas hast du mit Sicherheit dabei gedacht. Ja, also ich muss dir da gleich einmal ganz kurz reingrätschen. Zwar ist das schon so überwiegend durch WTF, also Jenny und mich, initiiert worden, aber wir sind natürlich ein Team, die Krauts haben. Am besten liste ich die einfach einmal auf. Also die Idee war tatsächlich entstanden, als wir auf einer Messe in Paderborn waren. Da hat uns der liebe Heidi, Markus Heidgen, Heidi Blacksmith, hat uns da geholfen am Stand, weil wir mit Säugling da waren. Und Markus sagte, du, wenn du Hilfe hinterm Stand brauchst, komme ich dazu. Und dann haben wir da mit Markus den ganzen Tag gestanden, das ganze Wochenende und Messer verkauft und gequatscht. Und dann kam bei mir zum x-ten Mal im Leben die Idee hoch, irgendwann müssen wir auch mal eine eigene Marke gründen. Statt nur zu handeln, halt auch wirklich einmal die komplette Wertschöpfungskette quasi kontrollieren können. Das ist ja immer so ein tiefes inneres Anliegen, die Kontrolle zu haben über alles, aber wirklich Design, Fertigungsausführung, Fertigungsqualität, nicht nur Wünsche äußern zu können. Das können wir bei TUI ja schon sehr, sehr gut. Mhm. Die legen auch tatsächlich viel Wert auf unsere Meinung, aber bei einer eigenen Marke bist du der Auftraggeber. Ja. Hat natürlich das Risiko, dass du auch entsprechend Geld reinsteckst. Das ist natürlich dein eigenes Spielgeld, was du da riskierst. Ja. Statt nur zu handeln, dann kaufst du mal eine kleine Menge Messer ein und wenn die sich verkaufen, kaufst du nach. Aber bei einer eigenen Marke musst du halt schon mehrere hundert auf einmal bezahlen, auf einmal abnehmen und musst dann auch tatsächlich hoffen, dass deine Idee den Marktgeschmack auch trifft. Wobei dieses Risiko oder dieses Prozedere kennt er ja schon. Ja. Mit Andis Designs, mit dem High-Design-Design. Genau. Ich habe es natürlich wieder auf der Reise mit dabei, das Production Number One. Und von daher gesehen, wusstet ihr ja eigentlich, was euch so erwartet. Das war jetzt auch nochmal die gute Überleitung, weil ich von meiner eigenen Einleitung abgedriftet bin. Ich wollte ja auch die anderen Mitglieder vorstellen. Ja. Also tatsächlich war die Idee schon bei uns lange im Hinterkopf gebunkert, als ich da mit Heidi da stand. Habe ich gesagt, du weißt du was, wir zwei müssten einfach mal was machen zusammen. Und am besten nicht nur zu zweit, sondern tatsächlich ist da so die Idee gewesen, man macht das als Kollektiv, als Gruppe. Ich versuche immer im Geschäftsleben irgendwo Win-Win-Win hinzukriegen. Ja? Also alle Parteien sollen was davon haben. Und jeder soll am Ende der Meinung sein, dass er gewonnen hat dabei. Dann ist es auch gut. Ja? Solange das ein einseitiges Geschäft ist, egal in welcher Konstellation, glaube ich, ist es nicht überlebensfähig. Und deswegen hatte ich von Anfang an auch eine größere Gruppe im Kopf. Mit Markus ist die Idee entstanden. Dann war relativ schnell klar, also der Andi, der passt da hervorragend rein. Mit dem haben wir ja mit TUI schon viel Erfahrung gemacht. Mit wem wir auch hinter den Kulissen relativ häufig zugange sind, auch wenn noch nicht offiziell vor den Kulissen, ist mit dem Kollegen Nico Baumann von Nico Baumann Knives, der auch sehr schöne Sachen macht. Jetzt nutze ich direkt die Chance, um auch was in die Kamera zu legen oder zu halten. Eins seiner Custom-Messer, das ich einfach hervorragend finde. Ich mag das Design, es liegt mir in der Hand. Ich liebe das Messer. Ist eine Handlage wie bei Spidey eigentlich. Ne? Rutscht rein. Also ich sagte, es fühlt sich wohl in der Hand. Also ich mag das schwarze Mikata da drauf, alles. Und es ist immer ein Unikat. Nico macht, wenn er seine Custom-Messer macht, jede Variation nur einmal. Also in der Kombi mit diesen gelben Linern und dem schwarzen Mikata gibt es nur das. Und wenn er die halt durch hat, dann ist er durch. Das habe ich schweren Herzens erfahren müssen, weil ich wollte rote Liner, aber rote Liner hatte schon ein anderer Kunde, also habe ich Pech gehabt. Okay. Aber ich mag auch die gelben. Also wir haben den Andi, wir haben den Markus, Heidi Blacksmith, dann haben wir den Nico Baumann im Team und wir haben den Daniel Pokladek noch gefragt, ob er gerne mitmachen wird. Und so hatten wir
Eines Tages im Herbst letzten Jahres hatte ich die alle hierher eingeladen. Mhm. Die wussten, bis auf Heidi wusste quasi keiner so wirklich, worum es geht. Ich habe natürlich ein bisschen vorgebaut, das wird um Messer wohl gehen, wenn ihr hierher kommt, wenn wir uns treffen. Aber kommt mal übers Wochenende hierher, über Nacht, und dann können wir mal ein paar Ideen durch den Raum werfen. Und dann war gar nicht groß, Ideen durch den Raum werfen. Ich habe so meinen Pitch gemacht, was ich mir vorstelle, und dann waren sofort alle dabei. Schön. Und uns war klar, wir machen das als Kollektiv. Aha. Die Idee ist tatsächlich, die eigene Marke mit eigenen finanziellen Mitteln zu stemmen. Die Jenny und ich, also WTF im Hintergrund, wird sich im Wesentlichen um das Management kümmern, die Organisation. Jetzt am Anfang übernehmen wir auch einen Teil der Finanzierung erstmal, aber per se soll das gleich verteilt werden über die Mitglieder. Und die designerischen Mitglieder, die kreativen Leute, die wir jetzt eben aufgelistet haben, machen auch ein Design quasi nach dem anderen. Okay. Also jetzt angefangen haben wir mit dem Markus, mit dem Heidi-Design. Mhm. Das ist das erste Modell, was rauskommen wird. Und dann wird von einem anderen aus der Gruppe ein Design kommen. Und dann geht das quasi reihum. Es gibt keine feste Reihenfolge. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil ich ja, sage jetzt mal, für einen kreativen Schaffensprozess nicht förderlich zu sagen, ich bin im Februar dran, weil die Jungs, die haben ja ihr eigenes Ding auch noch am Laufen. Der Andi, der nebenbei designt und im wirklichen Leben Pädagoge ist. Ne? Genau. Der Heidi kommt. Der hat auch einen richtigen normalen Beruf noch. Ja, also und kommt mit seinen Produkten ja eigentlich schon nicht hinterher. Also da ist auch schon relativ große Warteliste da. Ne? Ja. Und ja, der Daniel macht das hauptberuflich, ja. Aber DP Leverance Team. Der kämpft auch. Also ich habe jetzt, ich bin ja ein großer Fan, habe da im letzten Video gesehen. Und auch wenn ich nicht gesponsert werde und alles selber kaufe, aber die Wartezeit lohnt sich beim Daniel, aber man muss auch Wartezeit einkalkulieren. Er ist halt auch ein Ein-Mann-Betrieb, macht alles allein. Genau. Also ich glaube, er hat eine Hilfe, glaube ich, eine Unterstützung. Aber im Wesentlichen die Nähe und Arbeiten rund ums Leder macht meines Wissens alles komplett er und hat halt mehr Aufträge als Arbeitsstunden. Und er kann halt nur eins, nämlich perfekt, und das dauert halt seine Zeit. Ne? Genau. Also der Daniel ist auch nicht wegen den Lederscheiden im Boot, sondern tatsächlich, weil wir mit Daniel schon, bevor es die Crowds-Idee gab, schon mal eine Idee mit einem Messerdesign hatten tatsächlich. Okay, ja. Okay, also heißt jetzt nicht, dass da nie eine Lederscheide vorkommen wird, aber per se ist schon... Jeder behält sein eigenes Ding schon bei. Also Heidi bleibt Heidi und Nico macht seine Nico-Messer und Daniel seine Scheiden. Aber zusammen gibt es halt die Crowds. Okay. Und das Erste, was wir, denke ich, von Daniel sehen werden bei den Crowds, wird sicherlich ein Messer sein. Also ich habe die Zeichnung schon gesehen, ohne jetzt zu viel zu verraten. Aber das wird ein sehr, sehr schönes Ding werden, glaube ich. Das glaube ich wirklich. Das wird sich ergeben. Wir sind eine Gruppe, wir sind uns alle grün miteinander, wir mögen uns und das ist bis jetzt auch alles hervorragend gelaufen. Ja, und ich denke, durch dieses gerade besprochene wahre eigene Leben ist ja auch kein Erfolgsdruck da. Ne? Das heißt, ihr müsst nicht jetzt abliefern, dass Geld reinkommt, sondern ihr macht es dann, wenn es passt, und dann kommt auch ein sauberes, gutes Produkt raus dabei. Ne? Also wir nehmen das schon sehr ernst. Aber es ist genauso, wie du sagst, wenn dein Einkommen, dein Dach über dem Kopf und dein Brötchen auf dem Tisch, wenn das davon abhängt oder abhinge, dann wäre das deutlich stressiger. Mhm. Und ich glaube, dann geht auch viel Leichtigkeit und Kreativität flöten, weil dann musst du ja Geld verdienen. Und in diese Notlage wollten wir uns alle nicht bringen. Mhm. Deswegen ist es wirklich ein sehr ernst gemeintes Side-Project, wenn du das so auf Neudeutsch bezeichnen willst, das wir alle mit ganz viel Herzblut verfolgen. Mhm. Aber... wir sehen das auch tatsächlich von der finanziellen Seite entspannt. Natürlich soll es laufen, wir freuen uns sehr, wenn es ankommt, aber wenn es nicht ankommt, muss ich morgen hoffentlich nicht irgendwie mir Sorgen um mein Eigenheim machen. Also wobei, ich sage jetzt mal, es sind ja lauter gestandene Namen dahinter. Also ich denke, warum soll es jetzt plötzlich soll es nicht klappen, ne? Ich bin jetzt bloß gespannt, weil klar, der Heidi hat seinen eigenen Stil, den erkennt man oder erkenne ich jetzt auch ganz klar bei seinem ersten Crowds-Produkt. Ja. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung der Andi tendiert. Bleibt er der Piratengeschichte treu? Das ist eine spannende Frage. Da mal schauen, was kommt. Also dann machen wir sicherlich, besuchst du uns dann nochmal, wenn der Andi ansteht dann werden wir da auch das sehen. Also ich denke, was man schon sagen darf, die Zusammenarbeit, die wir quasi auf einer losen Ebene, aber jetzt halt doch über die Jahre schon sehr regelmäßig mit Andi haben und Andi und Tuja, die Piratenmesser, ist ja schon eine kleine Serie, die wird auf alle Fälle weiterlaufen. Mhm. Da gibt es momentan so viele neue Ideen, da ist kein Ende in Sicht. Also tatsächlich kommt auch demnächst was Neues. Ist jetzt,
glaube ich, leider ein, zwei Tage zu früh mit dem Video. Sonst hätten wir dazu schon was sagen können, weil da kommen demnächst wieder neue Sachen von Andi und Tuja. Klar. Da sind wir quasi dann nur der Händler, der ein bisschen vermittelt und ein bisschen im Hintergrund hilft. Aber das wird weiterlaufen. Und die Produktion von Crowds, die gibt auch weiterhin in die bewährte Hände von Tuja, ne? Also das erste Messer jetzt auf alle Fälle, vielleicht auch das zweite oder das dritte, aber das hat, wie gesagt, nicht zwingend was mit Tuja zu tun. Mhm. Es kann auch durchaus sein, dass wir das nächste Messer vielleicht mal bei Reate fertigen lassen. Okay. Also wir machen ja im Hintergrund, also wir, wenn ich wir sage, meine ich jetzt wieder Jenny und mich, WTF, genau. Wir machen ja noch andere Sachen im Hintergrund und produzieren für von mit anderen Messer, beraten die, machen auch Konstruktionen, Zeichnungen, vermitteln da relativ viel und das mache ich in letzter Zeit auch relativ viel mit Reate. Für andere Marken, die halt bei Reate fertigen lassen. Und das klappt auch ganz hervorragend. Ja. Die Idee ist tatsächlich im Raum, auch da mal ein Messer fertigen zu lassen. Qualitativ ist gar nicht die Motivation. Also die machen hervorragende Messer, Reate, aber es ist nicht der Grund, dahin hinzugehen, weil sie so tolle Qualität machen, sondern hauptsächlich, weil ich Tuja nicht überlasten kann. Das ist ein kleiner Laden. Genau. Und die haben eine Jahresausbringung, die kennen wir, und die ist quasi konstant, rennen die hinterher. Also die haben immer mehr Aufträge, als sie erfüllen können, und ich quetsche uns schon immer mitten rein. Also auch das da, das Heidi-Projekt, das Krautz-Projekt, Entschuldigung, das ist jetzt quasi, bitte, bitte, mach uns doch mal zwischen rein, ansonsten wären wir erst nächstes Jahr dran gewesen. Ich denke, allein aus dem Grund werden wir zwischendrin auch mal jemand anderes probieren. Okay. Das könnte auch mal Bestech sein oder Reate, wie gesagt, Reate, das. Genau, wir fangen mal mit dem handgemachten Prototypen an. Der kommt jetzt noch in der Kydex-Scheide, die so nicht kommen wird. Aber genau, das ist ein typisches Heidi-Design, denke ich. Erkennt man relativ schnell. Black Stonewash aus einem Guss. Also wir starten mit einem 10 mm dicken Ausgangsmaterial, fräsen dann hier oben runter auf Klingenstärke. Das müsste, wenn ich jetzt nicht lüge, 2,7 mm gewesen sein. Und haben im Gegenzug zu dem, was man eigentlich erwarten würde, keine aufgesetzten Mikata Inlays, sag ich jetzt mal, oder Einsätze, sondern das ist komplett hohl gefräst. Ich kann dir auch gleich mal eine Zeichnung zeigen, da sieht man es sehr, sehr deutlich. Also komplett hohl ausgefräst und dann wird da halt ein dicker Mikata-Block kleberfrei reingepresst. Okay. Ja, der hat ein ganz leichtes Übermaß, der wird da reingepresst, das Ding sitzt da wirklich bombenfest drin und wird hinterher halt dann beigeschliffen. Okay. Das fanden wir eine sehr, sehr schöne Geschichte, hat uns auch überzeugt, hat uns sehr gut gefallen. Wir ahnten schon, dass uns das ein bisschen Kopfweh machen wird in der Fertigung, weil du natürlich beim Heat-Treatment einfach das Problem hast, dass du halt zwei sehr unterschiedliche Dicken hast. Ja? Also diese 10 mm Ausgangsmaterial im Griffbereich zu den 2,7, die du halt im vorderen Bereich hast. Das gibt Spannungen einfach im Material. Genau, also wir hatten, das muss man auch ganz ehrlich sagen, im ersten Batch, den wir gemacht haben, ungefähr 10% Ausschuss gehabt. Tuja hat es jetzt ganz gut in den Griff bekommen. Das tut weh, ja. Genau, das da ist, Entschuldigung fürs Telefon, es wird gleich aufhören. Nee, heute ist Donnerstag, es wird durchklingeln. Müssen wir jetzt kurz durchhalten. Das ist also jetzt nur ein Prototyp, ein erster Batch, der noch nicht mit der Oberfläche. Genau, da haben sie uns mal testweise auch quasi eine satinierte Oberfläche gegeben. Nein. Wir wollten aber dieses, also Markus entscheidet es, das ist zwar ein Gruppenmesser, aber der Designer hat immer das letzte Wort. Markus sagt, meine Messer sind User-Messer. Ich mag das Dark Stonewash, da siehst du keine Kratzer drauf, das Ding soll benutzt werden. Ja. Und das heißt, die Serie wird auch dieses Dark Stonewash kriegen. Sehr attraktiv und ich habe es vorher gedacht, also für einen Prototyp, egal ob man jetzt den hier nimmt oder den hier nimmt, die Einpassung von dem Mikata ist perfekt. Also das ist wie wenn es schon zig, 10.000-fach vom Band laufen wäre, also ganz, ganz toll. Und es ist wieder so, sage ich jetzt mal, diese Proportion, wo der Heidi herkommt. Ne? Also wir haben einen längeren Griff im Vergleich zur Klingenlänge. Das heißt, ich habe ein kleines, kompaktes Messer, das ich aber komplett mit der vollen Hand umschließen kann und habe dann eine sehr führige Schneidfläche im Vergleich zum Heidi Production Number One. Legen wir gerade mal drüber, erkennt man hier
zwar jeweils das Heidi-Design, aber das hier ist doch das Ursprünglichere, wo er herkommt. Ja. Ne? Markus wollte halt immer einen vollwertigen Griff haben. Genau. Damit es aber noch führig und handlich bleibt, weil Markus seine Messer auch einfach immer so in der Hosentasche stecken hat, ohne Clip dran, lose in der Tasche, muss halt dann die Klinge kürzer werden. Das hat sich über die Jahre, Jahrzehnte, kann man jetzt schon sagen, eben als Markenzeichen etabliert. Hat also nichts mit der geplanten Waffenrechtsverschärfung zu tun. Nee, das macht er ja schon viel länger, als das Thema auf dem Markt ist. Wobei man eben da, egal wie es ausgeht, wir haben 6 cm Klingelänge. Also sprich, wer sich so ein Produkt kauft, der darf es denn zumindest momentan weiterführen. Warten wir mal ab, was da kommt. Also, ich habe Protestaktionen gestartet, habe von SPD, von der FDP und der CDU schon Antworten gekriegt. Und also die SPD ist sehr, sehr siegessicher. Okay. Das fotografieren wir gerade mal geschwind ab. Der genaue Preis sagen wir noch nicht. Weil ich weiß nur tatsächlich noch nicht. Das hängt davon ab, was eben wie der Ausschuss ist und der Scheide und, und. Aber ich darf es jetzt mal trotzdem schon mal verraten, wir sitzen hier in einem wirklich, wirklich attraktiven Preisniveau. Wenn ich jetzt hier gerade so mit dem Messer rumspiele, also es hat einen hochgezogenen Flachschliff. Klingerrücker, hast du gesagt 2,7? Ich müsste nachgucken. 2,4, 2,7. 2,5, ja, in dem Dreh. Und also der Andi würde jetzt wieder sagen 0,36. Ja, der spürt das. Aber also ich würde jetzt mal sagen, verdammt fein ausgeschliffen. Genau, wir wollten einen gut hochgezogenen Flachschliff, der fein, auch unten auf der letzten Phase fein ausgeschliffen. Also ich würde jetzt mal sagen, unter 0,5 definitiv. Ich würde jetzt eher mal sagen 0,4 oder so. Also wir haben 0,35 als Vorgabe gemacht. Andi, ich lag gar nicht schlecht. Hä? Ja. Schön, schön, toll. Also wir freuen uns sehr drauf. Es wird jetzt hoffentlich dann tatsächlich bis Mitte August da sein. Heute ist der 8., wenn ich mich nicht täusche. 8., genau. Heute ist der 8.8., genau. Also ich hoffe jetzt wirklich, dass es Mitte August dann im Laden ist. Aber Sascha, jetzt noch eine Frage, die ich mir doch nicht verkneife. Wahrscheinlich die Frage, die immer gleich an Anfang kommt. Wie kommt ihr auf Krauts? Ich meine, das ist ein US-amerikanischer Spitzname, der jetzt nicht so charmant ist, zumindest stammt aus dem Krieg. Ne? Ja, also er ist tatsächlich deutlich älter als der Zweite Weltkrieg. Super. Also wir haben uns Gedanken darüber gemacht. Die Idee war, es sollte schon ein internationaler Name sein, weil wir sagten, also kannst, wenn du dir nur den deutschen Markt nimmst, das ist wahrscheinlich etwas schwieriger dann zu überleben als Marke. Und wir hatten schon gesagt, wir würden gerne im zweiten, dritten Schritt auch ganz gerne mal den amerikanischen Markt angehen. Also zumindest die Webseite schon mal direkt auf Englisch, auch dann mal im zweiten Schritt, nicht im ersten, aber im zweiten Schritt auch vielleicht Dollar als Bezahlweise anbieten. Okay. Das soll jetzt nicht irgendwie Höhenflug klingen, aber das ist einfach die Realität. Das ist ein Riesenmarkt und du würdest dich halt stark, stark beschneiden, wenn du das weglässt. Mhm. Also wollten wir ganz gerne einen internationalen Namen haben und wollten auch gerne den Bezug zu Deutschland haben. Also im positiven Sinne auch den gewissen Stolz zeigen, wo kommen wir her? Wir sind halt eine Truppe von Messerenthusiasten, würde ich vielleicht auch sagen Spinnern, die da einfach ein bisschen übers Ziel hinausschießen wollen vielleicht und haben überlegt, was würde denn passen. Ja, dann hatten wir erst am Anfang, was wir auch als Untertitel haben, The German Knife Association, GKA, für mich ist es auch immer noch GKA in meinen Arbeitsordnern auf dem Computer. Aber dann haben wir mit Recht gesagt, so ein Akronym ist immer sperrig. Okay. Ja, GKA, das geht nicht so leicht über die Lippen. Ja. Und irgendwann war die Idee dann da, die Krauts. Also Krauts ist tatsächlich, wir haben nachgeschaut, auch weil wir da in keine Ecke gedrängt werden wollten, ist tatsächlich ein relativ alter Begriff, den der anglo-sächsische Raum, also ursprünglich auch erstmal die Briten geprägt haben, weil wir ja ausschließlich von Sauerkraut leben. Mhm. Ja, klar. Ausschließlich. Klar. Und so wurden die Krauts drauf. Das ist vielleicht in derselben Riege zu sehen, wie wir Deutschen während des Krieges die Tommies gesagt haben. Ja, da gibt es einige andere. Das sind alles schon, sage ich mal, so neckende, despektierliche Wörter, ohne jetzt als Schimpfwort zu gelten. Zumindest haben wir das so aufgefasst. Haben auch tatsächlich eine Umfrage gemacht. Also ich selbst habe eine Umfrage unter ganz vielen Lieferanten und Kunden im internationalen Raum gemacht mit, guck mal, wir wollen eine Marke gründen, was hältst du von diesem Namen? Und konnten sie auch quasi ankreuzen mit, oh, kann ich gar nichts mit anfangen, ist aber cool oder finde ich total, geht gar nicht, ja, weil rutscht bei mir in meinem moralischen Raster in die falsche Schublade. Und das Ergebnis war eigentlich ziemlich eindeutig. Positiv, die Jungen können gar nichts mit anfangen, sagen, ja, ist doch cool, aber also die Generation meiner Kinder verbinden da gar nichts mit.
Und je älter, umso mehr konnten sie damit was verbinden. Die meisten, die allermeisten haben gesagt, oh, ich finde das lustig, das kann man sich gut merken, okay. Finde ich gut. Und wir sehen es auch mit einem lachenden Auge. Tatsächlich auch, weil die Jenny und ich mit Vorliebe Krautrock hören. Ich weiß nicht, wer das kennt, aber das ist ein internationaler Begriff, ein Genre für die, ich sag mal, die progressive, experimentelle Rock-Hippie-Musik der Deutschen, die es international zu einem Genre-Titel geschafft haben, nämlich Krautrock. Also so Leute wie Frumpy als Beispiel oder so. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Genau, die halt einfach in den 60er, 70ern sehr geile, experimentelle, psychedelic Rockmusik gemacht haben. Und das waren halt irgendwie mal, gab mal eine Ära, da waren die Deutschen da voll Vorreiter. Kann man sich schwer vorstellen, aber ich finde die immer noch cool. Und deswegen war für uns der Begriff eh positiv besetzt. Und das Produkt habt ihr wie genannt? Das als Schnapsidee war, warum bleiben wir nicht auf der Schiene, aber drehen den Spieß rum, weil wir Deutschen deutschen ja gerne englische Wörter ein. Also vom Handy, was auch noch völlig falsch eingedeutscht ist, über tausend andere Wörter, die wir als Lehnwörter übernehmen. Aber umgekehrt, haben wir gesagt, gibt es ja auch, das umgekehrte Spiel gibt es ja auch. Also der anglosächsische Raum hat auch viele deutsche Worte übernommen, von Kindergarten als Beispiel oder Doppelgänger etc. Brezel. Bitte? Brezel. Brezel, ja. Genau, also da gibt es, wenn man sich damit beschäftigt, und wir haben es getan, ungelogen, eine so lange Liste mit eingeenglischten Wörtern, die der anglosächsische Raum sich entlehnt hat aus dem deutschen Wortgebrauch. Und aus Spaß war dann, wenn wir da, dann nehmen wir doch Autobahn. Und aus Spaß wurde ernst, ja. Spaß wurde ernst, ernst ist. Also wir haben tatsächlich schon auch das nächste Modell schon benannt, weil dann schon die ersten sagten, aber ich möchte gern als Beispiel Zeitgeist. Das ist ja auch ein typisches Lehnwort, dass das die Amerikaner übernommen haben. Schön. Und dann haben wir gesagt, dann drehen wir den Spieß doch gerade rum. Das zeigt die deutschen Wurzeln des Designs, der Marke, aber es zeigt die Internationalität. Es ist ein Wort, was sowohl Amerikaner wie auch anderssprachige Länder verstehen. Und das wollen wir als Schema gerne beibehalten. Ja, wir haben uns ja auch, kann sich hier nachher auch als Bild nochmal reinzeigen, tatsächlich so ein bisschen an das Peace-Victory-Zeichen angelehnt, die Hand, die offene Hand, die einladend das V und das Messer hält. Das V zeigt und das Messer hält. Wenn es mit dem Peace nicht funktioniert, dann nehmen wir mal halt den Stahl. Ne? Ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, aber ich bin ziemlich sicher, dass Andi die Rohzeichnung gemacht hat. Aha. Daniel hat sie dann verfeinert und Nico hat sie vektorisiert. Okay. Und Jay und ich haben zugeschaut, wie das alles läuft. Wunderbar, wunderbar. Ja, deswegen haben wir auch Love, Peace and Cutlery als Überschrift, also der German Knife Association als Untertitel. Aber zu dieser Krautrock-Ära, also Hippie, Psychedelic, Rock, wir haben uns alle lieb, Flower Power, war auch Love, Peace and Cookies so ein schwebendes Wort. Und dann haben wir gesagt, Love, Peace and Cutlery, also das passt besser zu uns. Genau, genau. Liebe, Frieden und Schneidwaren, besser kann es nicht sein. Sascha, du hast jetzt da haben noch was auf dem Tisch liegen, um den Sprung von The Crowds zu Tuya zu machen. Der absolute Knaller eigentlich, ne? Ja, also ich leg's dir mal, ich mach's gleich mal auf. Tuya hat ein neues Messer, hat jetzt gar nichts mit Crowds zu tun. Tuya hat seine Liebe für Integralbauten entdeckt. Da kommt jetzt auch demnächst nochmal ein Modell. Das da ist das Modell Alamo. Das nimmt auch dieses Jahr am Messer des Jahres Wettbewerb teil. Wir würden uns sehr freuen, wenn es wieder so positives Feedback gibt, wie wir vor 2-3 Jahren schon mal zu dem Martin Annegarn hatten, zu dem MAS. Da haben wir ja Messer des Jahres mitgewonnen, 2022. 22 war es, glaube ich. Genau. Also es ist ein Integral, das heißt ein Stück Titan mit beidseitigen Kohlefaser-Inlays und einem Nightmare-Grind, der wirklich übel ist. Und also die Verarbeitungsqualität halte ich für überragend tatsächlich, ja. Nicht nur, dass es frei fällt, ich hatte ja vorhin, ich muss ja noch mal kurz versuchen, das in der Kamera einzufangen. Man hat ja tatsächlich immer, ich hole mal ein Gegenstück raus, den Augenblick, wo die Detentkugel quasi aufsitzt. Also hier ist ja frei laufend, aber hier sitzt sie auf. Man hört es auch und wenn sie jetzt hier drüber hinweg geht, fällt es frei zu. Und das kann man lösen mit einer Rampe. Und das haben die also bei diesem Modell so hervorragend gelöst, dass da ist keine Rampe. Das ist jetzt natürlich im Video nicht zu zeigen, aber hier ist quasi, sobald das hier gelöst ist, fällt das frei zu. Hier ist nicht ein Zehntel Millimeter, wo die Detentkugel auf irgendeiner Rampe aufsäße. Ich habe es gerade probiert, du spürst es da nicht, wann die Kugel aufläuft. Genau.
Und was sie da erstmals gemacht haben, das kann man auch gut in der Kamera sehen, am Clip. Man hat den Clip aus dem sogenannten Ice Crystal Titanium gemacht. Also das ist ein Titan, ein gefaltetes Titan, das durch einen Bearbeitungsprozess solche Flakes ausbildet. Aha. Das wird erhitzt, abgekühlt, erhitzt, abgeschreckt. Und dann bildet das solche Flakes aus, nennt sich dann Ice Crystal Titanium. Das ist der Clip an diesem Messer. Macht den Clip jetzt nicht besser, aber halt besonderer, sag ich mal. Ja. Und wir haben auch 10 Messer gemacht, bei denen der Körper aus Ice Crystal Titanium war. Okay, okay. Die sind allerdings alle weg. Ja. Also die waren relativ schnell verkauft. Denk da war der ganze Body aus diesem Material. Ja, das denke ich mir. Genau. Für ein Integral, denke ich, ist der Preis sehr wettbewerbsfähig, aber du bist dennoch bei einer bei 4,25. Mhm. Also 4,25 für das Integral. Aber ich halte einen Riesenblock massives Titan, ne? Du hast auch, sag ich mal, einen Tapered Tang. Wenn du mal genau auf den Rücken guckst, siehst du, dass der quasi eine Kurve hat. Ein bisschen, hier, der ist ja oben breiter, wird schmäler, wird wieder breiter. Also du hast so eine leichte Sanduhr-Form drauf gegeben. Und die Integralfertigung frisst halt Maschinenlaufzeit und auch Material. Also deine Carbidfräser, die dann eben das Titan rausfräsen, nutzen sich schneller ab. Du musst langsamer arbeiten, weil du ja eine ganz andere Tiefe hast, statt einfach flach aufzusetzen. Ja. Verschleiß ist einfach höher und die Maschinenzeit ist höher. Und ein perfekter Schliff für riese Klinge, also ist schon Material da. Ne? Ja. Wunderschön, wunderschön. Ja, ich finde es auch sehr, sehr schick. Ist auch limitiert, kommt auch in einer schönen Box, kommt mit einem gelaserten Metall-Birth-Certificate, also Geburtsurkunde quasi. Ja, genau, ja. Alle einzeln nummeriert. Ja. Und davon, also von den normalen in dieser Version haben wir noch welche. Mhm. Genau, diese 10 mit dem Ice Crystal Titanium, die waren quasi alle über den Newsletter schon weggegangen. Ja. Die haben es auch gar nicht bis in den Webshop geschafft. Schön. Ja. Also, dann wisst ihr Bescheid, was ihr zu tun habt. Crowds und Tuya unterstütze. Genau, Crowds, vielleicht da gibt es eine schmale Webseite, die stellt einmal ganz kurz uns vor und die Idee. Mhm. Und da kann man dann, wenn es soweit ist, einen Link klicken, der führt dann, nicht erschrecken, der führt zu uns in den Shop. Okay. Das war einfach organisatorisch einfacher, einen bestehenden Shop zu führen. Dort machen wir eine eigene Kategorie, über die kauft man dann das Messer. Also macht versenden Sinn. Passiert dann alles von uns raus, wir machen Lagerstruktur etc. Und auf der Webseite kann man sich auch für einen Newsletter anmelden. Wer Interesse hat, mitzukriegen, wann es denn rauskommt, weil die erste Charge werden wohl tatsächlich nur um die 90 Stück sein, dann kriegt man das über die Webseite und den Newsletter kriegt man es mit. Wir werden dort zuerst informieren, bevor es online geht. Auch das setze ich euch unter in die Videobeschreibung rein. In dem Fall sage ich vielen, vielen Dank für die Zeit. Ich habe zu danken, habe ich gefreut. Hals und Beinbruch für euch alle. Und bei euch sage ich vielen Dank für euer Interesse. Schaut auf der Seite vorbei. Und bis dahin würde ich mal sagen, denkt dran, ab morgen wird alles besser. Macht's gut. Danke. Ciao. Tschüss.